Habba Habba und Hey Ho zu dieser neuen Folge der Reise nach Emlomar, die eigentlich ganz entspannt sein sollte, aber wie wir gesehen haben in der letzten Folge, doch etwas desaströs Ausmaße angenommen hat. Und ja, ich bin also in einem Kastellwassergrund, für alle, die es vergessen haben, von einer Spinne überfallen worden, habe mich dann im Kampf äußerst überrascht und ungeschickt verhalten, was ich gerne zugebe. Und ja, bin dann hier gespawnt aufgrund ja, des Bettenbugs in der Nähe der Burg Wiesenfels. Ich weiß ja inzwischen, dank eurer Hilfe, dass ich wohl ganz offenbar einfach zu viele Betten hier in meinem Level habe. Ach, ist mir auch egal. Ich habe gesagt, komm, mach's mal noch einen Film über Öfen. Den habe ich dann jetzt auch schon veröffentlicht. Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, ich habe euch beim letzten Mal im Kastell ja erzählt, dass ich auch einen Seeweg erkundet habe von Wiesenfels nach Emlomar. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn wir jetzt schon mal hier wieder sind, wir müssen jetzt zum Kastellwassergrund zurück, verlassen wir Wiesenfels doch diesmal auf den Seeweg und versuchen mal, diesen zu erkunden. Das ist natürlich jetzt wirklich eine ganz entspannte Reise, aber ihr seht halt auf jeden Fall, dass es auch funktioniert, weite Strecken mit dem Boot zurückzulegen. Ich sag das jetzt mal einfach so. Natürlich weiß man das auf so einer langen Reise nie, ob alles so schön wie gewünscht und geplant funktioniert. Das haben wir ja schon festgestellt auf der Reise nach Emlomar. Ja, erstmal habe ich mich total ablenken lassen und bin dann in irgendwelche Höhlen hinein gestürmt, um diese zu plündern und mich da in aller Seelenruhe umzugucken. Tja, und dann hinterher im Kastell hat es dann nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt hatte. Das hat mich doch auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht. War ganz lustig. Naja, da müssen wir auf jeden Fall hin zurück. Denn Zweiter Wolf wartet da ja wahrscheinlich und ich sag mal hoffentlich noch auf uns. Ja, wie wir jetzt sehen, das ist jetzt genauso von mir geplant gewesen. Geht die Sonne gleich unter. Es ist einfach wunderschön auf See, ja, in diesen Sonnenuntergang reinzufahren. Ja. Braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich habe ja überall diese Leuchtfeuer, da sehen wir am Horizont auch schon einige. Leuchtfeuer hingestellt, die auch trotz des Regens, der hier öfters mal gefallen ist inzwischen, auch immer noch funktionieren, ne? Also, ich dachte auch, man müsste da irgendwie noch ein Dach über die Feuer bauen. Aber bisher ist alles gut gegangen. Also bisher sind die jedenfalls noch nicht ausgegangen. Ich hoffe mal, jetzt kommen wir ja an einigen vorbei. Hoffe ich mal, dass es wirklich überall so ist. Hier ist ein bisschen kritische Stelle. Hier haben wir viele so Buchten, Riffe. Oh, ah. Das ist mit der Lenkung des Bootes natürlich ein bisschen schwierig. Es fährt auch immer dahin, wo man gerade hinguckt. Und ich lenke das eigentlich immer so mit den Tasten nur. Wir können auch hier mal kurz ein bisschen halten. Hier geht die Sonne unter. Ja, das wird jetzt dunkel. Ich hoffe, ihr könnt das dann gleich alles noch sehen. Kann man nichts machen. Nachts ist es nun mal dunkel und hier kann ich auch keine Fackeln aufstellen. Ist doch klar. Da haben wir auch schon an Land den ersten Zombie, oder was ist das? Mehrere sogar. Mehrere. Ja, guck mal, jetzt wird es auch langsam spannend. Denn wir brauchen dringend ein Leuchtfeuer. Überhaupt wird es auch gleich noch sehr spannend, denn wir müssen natürlich, wir fahren nicht nur über die offene See, die ja relativ sicher ist. Ja, offene See, da kann eigentlich nicht so viel passieren. Solange man nicht dem Ufer zu nahe kommt und dann von Skeletten beschossen wird und was weiß ich, ne? Oh, ich habe kein Leuchtfeuer hier mehr. Okay. Ich glaube, es wird noch... Ach, Gott sei Dank, okay. Das signalisiert mir jetzt natürlich auch, dass ich da in der Mitte durchfahren muss. Das mache ich jetzt aber hier unter Vorbehalt, denn hier beginnt jetzt die Engstelle, die ich gerade, von der ich gerade schon mal andeutungsweise gesprochen habe. Und das ist natürlich, also wir werden jetzt mal versuchen, damit Karacho durchzukommen. Hier liegt auch noch seit ewigen Monaten, liegt da ein Boot, noch ein Ersatzboot. Wenn alles schief geht, ja, dann können wir auch nichts machen.
Da sind zum Beispiel Spinnen, die mich jetzt anspringen könnten. Ah, ja. Und natürlich ist die Lenkung etwas träge. So, da hinten geht's nochmal. Das ist nochmal eine enge Passage. Gut zielen. Bloß nicht die Seiten rammen, denn dann könnte das Boot kaputt gehen. Und nix wie hier durch und nach Steuerbord lenken und dann hat sich das eigentlich. Oh. Ja, der driftet ganz schön. Okay, dann haben wir diese erste Gefahrenstelle. Haben wir jetzt geschafft. Achtung, Achtung, hier, die sind noch. Es ist nicht so ganz ohne. Es ist noch hier nicht so richtig sicher. Ihr seht das, es ist alles sehr eng. Aber mir macht es total Spaß, im Dunkeln hier so diesen Weg zu finden. Da sind Skelette im Wasser. Ich sehe das. Da hinten muss ich durch. Boah, das wird eng. Also ich muss euch ehrlich auch jetzt gestehen, dass ich diese Strecke eigentlich in der Nacht noch nie geschafft habe. Weil es wird da schon. Also hier bin ich auch schon mal von Zombies überfallen worden. So, jetzt haben wir aber ein schönes Leuchtfeuer, das uns hier den Weg signalisiert. Wie gesagt, aber bis zum Kastell ist es noch relativ weit. Ich hoffe auch noch, dass ich das hier in der Zeit des Videos schaffe. Ein Creeper, der kommt schon ins Wasser gesprungen. Wenn ich mich richtig erinnere, muss ich jetzt auch etwas hier nach rechts lenken. Ja, da. Oh, ja. Und da kommt auch schon die nächste Gefahrenstelle. Oh mein Gott, Leute, drückt mir die Daumen, ja. Also ich möchte jetzt der Spannung halber auch nicht hier auf See warten. Das wäre sicher. Das kann man machen. Man kann wirklich mitten auf dem Ozean praktisch. Da ist ein Creeper hinter uns her. Uah. Auf dem Ozean. Jetzt wird es echt übel. Moment, ich muss mich jetzt mal eben konzentrieren. Ich muss da Karacho durch und das ist ziemlich schwierig, hier durchzukommen. Es stehen mir natürlich Viecher im Weg. Ah! Und das Boot ist kaputt. Okay, ich habe die Seite gerammt. Ich sehe aber im Moment kein Monster. Und wenn ich jetzt hier Glück habe, ich versuche es mal bis da vorne hinzuschwimmen. Und Gott sei Dank, ich habe natürlich ein Ersatzboot mitgenommen. Genau wegen dieser Sache. Aber Leute, es hätte schlimmer kommen können. Wirklich. Genau an der Stelle bin ich auch schon mal von Zombies überfallen worden. Werde ich eigentlich noch verfolgt? Nein. Schön. Dann schmeiße ich jetzt mal eben das Ersatzboot ins Wasser. Und hopp, sind wir wieder drin und weiter geht's. Ah! Hat mich doch noch ein Viech. Meine Güte. Leuchtfeuer ist da hinten. Boah. Da steht mir noch was im Weg. Ja, eine Seefahrt, die ist lustig. Na? Ich denke, das ist mal ein bisschen abwechslungsreicher hier und ihr seht jetzt auch mal, was ich hier mit meinen. Ihr könnt das ja demnächst auch selber mal hier alles testen, weil. Wo muss ich denn nochmal vorbei? Ich glaube links, ne? Hier. Ja, genau, da hinten sehe ich schon das nächste Leuchtfeuer. Ja, irgendwann werde ich ja die Welt zur Verfügung stellen, dass ihr die selber erkunden könnt. Es gibt hier noch so viel zu sehen, also ist natürlich schon extrem groß und aber ne, man kann ja gar nicht alles erkunden und alle Höhlen. Also es gibt einige Höhlen, ne, wo es nichts mehr zu holen gibt, aber kein Problem. Im Grunde ist das alles kein Problem. So, da ist wieder ein Leuchtfeuer. So, jetzt muss ich hier langsam etwas rum. Da hinten sehen wir, da habe ich auch, da sind nur Fackeln. Es wird wieder etwas enger. Wie gesagt, also auf hoher See kann man ohne weiteres hier so stehen bleiben und die Nacht verbringen, solange man halt dem Ufer nicht so nahe ist. Also so weit kommen die nicht rausgeschwommen, die ganzen Bestien. Diese Engpassage sollten wir hier eigentlich auch meistern können. Da hinten ist ein Creeper. Ich versuche den mal so ein bisschen zu umfahren. Ja, und ich werde auch schon wieder beschossen. Ich bleibe aber jetzt hier auf Vollgas, auch wenn ich diese Kurve eventuell. Ja, ich muss jetzt natürlich jetzt die Kurve kriegen, weil ich jetzt kein Ersatzboot mehr dabei habe. Wir müssten dann schwimmend hier in dem Wasser bleiben über Nacht. Uah. Was hat mich denn da jetzt gerammt? Was war das? Ich habe das gar nicht erkannt. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und wir haben es bald geschafft. Das nächste Problem wartet dann allerdings auf uns. So, da vorne ist das Kastell Wassergrund. Das nächste Problem ist allerdings, dass wir ja irgendwie. Ah, ja, da kommen wir nicht hin. Ich habe sogar. Nee, ne? Ich habe Zweiter Wolf gehört. Der hat uns offenbar schon gesehen. Allerdings haben uns auch jetzt schon irgendwelche Viecher gesehen. Deswegen werde ich jetzt hier mal eher so ein bisschen auf See bleiben.
um mich orientieren. Auf jeden Fall schwamm da vorne, da seht ihr halt. Huch, was mache ich denn hier? Steuermann ist besoffen, tut mir leid. So, da waren gerade da, sind Viecher auf jeden Fall. Unheimlich. Ich denke mal, an dem Leuchtfeuer müsste ich mich aufhalten können. Das Video hat noch 4 Minuten Zeit. Notfalls, ja, jetzt müssen wir natürlich gucken. Wie ihr euch erinnern könnt, hat das Kastell Wassergrund. Moment mal, ist das zweiter Wolf, der da jetzt da schwimmt? Das kann ja nur so sein. Oh, ich werde verfolgt. Da kommt ein Skelett. Oh, ich will jetzt auch natürlich nicht, dass jetzt das zweite Wolf sich mit dem Skelett anlegt. Ich schätze mal, im Wasser hat der überhaupt keine Chance. Auch das wäre aber nicht schön. Das kann ja nicht sein. Hatte der nicht gesessen in der Minenkarre, soweit ich mich erinnern kann? Ich mal aus, wird hell. Na, das ist ja schon mal gut. Vielleicht haut das dann doch alles auch hin, dass wenigstens die brennbaren Monster irgendwie ihren Geist aufgeben. Kastell Wassergrund hat keinen Hafen. Ich muss ja da außen irgendwo landen und dann zu Fuß rennen. Wo ist denn das Gerippe hin? Da hinten ist das. Ja, komm, zweiter Wolf, was machst du hier? Also wirklich. Jetzt tütscht der mich hier auch immer an. Mach mein Boot nicht kaputt. Ich kann dich nicht an Bord nehmen. Ne, oder? Nee. Klong. Das blöde Skelett ist natürlich im Wasser und wird dann deswegen auch nicht verbrennen. Wo ist es denn? Ich fahre jetzt aber schon mal Richtung Kastell. Denn ich wollte mit dem Boot nur hier hinfahren und den Rest dann natürlich wieder zu Fuß zurücklegen. Das letzte Stück nach Emlomar, das sollten wir eigentlich in der nächsten Folge auch dann hinbekommen, dass wir zur Südburg jedenfalls gelangen. Südburg ist die Zollstelle praktisch von Emlomar. Emlomar ist ja eine Inselstadt, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Und am Ufer steht halt eine Burg. Da kann man dann rüber versiegeln. Ja, das Boot, das nehme ich jetzt hier mal mit. Oder beziehungsweise nicht. So reicht es mir auch. Auf jeden Fall haben wir das hier noch. Ich muss auch mal eben tief durchatmen. Das Kastell Wassergrund haben wir auch erreicht. Jetzt laufe ich mal hier rein. Alles noch in Ordnung. Wer weiß, was hier noch rumkreucht. Das ist ja auch gegen Spinnen nicht gesichert. Die tun mir, würden mir jetzt nichts tun. Ja, also ich meine, ich hätte den hier in der Karre gelassen, ne? Ist ja da rausgesprungen, okay. Ja, jetzt kannst du wieder in die Karre, zweiter Wolf. Es ist aber schön, dich wiederzusehen. Ja, es ist toll, dass du hier geblieben bist. Nach der ganzen Action. Wunderschön. Ja, dann sind wir wieder vereintes Team. Ich hoffe, euch hat das hier Spaß gemacht. Das war mal ein bisschen eine Abwechslung hier. Haben wir halt aus dem Übel dieses Spinnenangriffs doch noch das Beste rausgeholt. Ich wünsche euch dann mal noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann im Let's Play und hier demnächst auch wieder auf der letzten Etappe nach Emlomar. Macht es gut bis dahin. In diesem Sinne, Habba Habba, Hucha Sakibaba.